heißen euch willkommen zu unserem zweiten Vlog. Und der steht diesmal ganz im Zeichen des Großglockner und des Stüdelgrad. Oh, jetzt ist der Großglockner mal wieder in den Wolken drinne. Schweinerei. Steigen zur Stüdelhütte halt nicht über den, ja, den Weg, den fast alle nehmen, auf, sondern über das Teichschnitztal. Das seht ihr da. Es ist echt wunderschön, da am Bach entlang. Da oben ist in Wolken der Großglockner versteckt. Und davor sieht man den Gletscherbruch vom Teichschnitzkäse. Es ist echt extrem beeindruckend, die Natur da. Auf den Stüdelgrat. Ja, sind jetzt kurz vor dem Gletscher, haben uns gerade eingebunden und die Steigeisen angezogen. Und dann geht es jetzt gleich auf den Gletscher und dann weiter zum Grat. Fast am Gipfel. Wir sind jetzt circa ja, keine 100 Höhenmeter mehr drunter. Die letzten, also generell die Höhenmeter am Grat waren jetzt ganz schön zart, weil es liegt ziemlich viel Schnee drin und es ist halt brutal der Wind gegangen. Das war voll unangenehm. Es ist jetzt das erste Mal, dass wir eine Aussicht haben. Wir sind jetzt bis jetzt auf 3,37 im Nebel gegangen und es ist gerade auch nur geil. Da oben sieht man schon das Kreuz. Ja. Und es ist überragend, nachdem ungefähr zwei Drittel vom Aufstieg der Nebel drin gehangen hat und es einfach nur ekelhaft und kalt war, ist jetzt die Sonne rausgekommen, die Wolken sind weg, es ist freie Sicht, schaut mal da, huhu! Das Kreuz zu Ehren von Sissi und Franz und die Susi. Genau, jetzt kommen noch die letzten paar Meter bis zur Erzherzog Johann Hütten und dann haben wir unser Weißbier verdient.